So Apple Pie, vor allem in Frankfurt. Fließt nichts weg. Ja, und das ist glutenfrei. Jawohl. Hast du selber gelegt heute Morgen? Klar. Hi Leute, ich bin heute wieder beim Olli. Den kennt ihr bereits aus dem letzten Video mit den Vanillekipferln. Und heute backe ich mit ihm nochmal was lecker Weihnachtliches. Und ja, wir gehen jetzt kurz bei ihm vorbei und dann geht's schon los. Hallo Robert, grüße dich, herzlich willkommen. Hi Olli, grüß dich. Freut mich. So, unser Video mit den Vanillekipferln, das kam so gut an. Okay. Haben wir uns gesagt, wir müssen noch was backen, oder? Super gerne, hat Spaß gemacht. Bin dabei. Ich habe mir überlegt, wir backen heute einen Stollen. Was sagst du? Wow, klingt gut, Stollen. Ist es komplexer als das Vanillekipferl, oder? Ja, ich wollte schon mal die Challenge ein bisschen höher halten heute. Okay. Also, Backklamotten an, los geht's. Geht klar, läuft. So, wir sind wieder hier und backen heute Butterstollen. Sehr gerne, freue mich. Was hast du für Erinnerungen an Stollen oder was, aus Kindheitstagen vielleicht von der Oma oder gibt's da irgendwas? In der Tat, Oma, Opa, gemütlich, Familie, offener Kamin, kaltes Wetter. Ja. Viel Zeit, Entschleunigung. Warme Tasse Tee, Kakao, Kaffee, yes. Oder? Das ist doch das Ding. Und das könnt ihr zu Hause ganz einfach backen. Wir machen als erstes einen kleinen Vorteig. Ja? Mhm. Das bedeutet, wir aktivieren so die Hefe, die kann schon mal ein bisschen arbeiten, die kriegt Power, ja? Weil der Stollenteig ist ja ein schwerer Teig mit viel Butter und viel Zucker, der ist kalorienreich und da braucht die Hefe natürlich echt Power-Energie, dass der auch ein bisschen aufgeht. Wir brauchen 50 Gramm Hefeteigmehl. Wir gehen steil auf die 40 zu, 45 und 50. Ein Teelöffel Zucker. Der Zucker ist jetzt nicht für die Süße da, der ist nur, um die Hefe zu aktivieren, einen Nährstoff zu geben. Trockenhefe. Mhm. Ein Päckchen. Mache ich gerade mal, das sind immer 7 Gramm. Mhm. So, und jetzt kommt noch das Wasser. Nehmt schön warmes Wasser, damit die Hefe wirklich eine mollige Wärme bekommt, wo die arbeiten kann. 110 Gramm. Das mache ich gerade mal rein. So, dann haben wir hier den kleinen Knethaken und dann kann das schon laufen. Mhm. Hast du schon mal so eine Küchenmaschine bedient? Um ehrlich zu sein, nee. Also ich habe jetzt hier so eine kleine KitchenAid, die sind relativ günstig, gibt es teilweise schon für unter 200 Euro. Mhm. Aber die sind schon relativ robust, finde ich. Kannst du einfach hier dann reinspannen, umdrehen. Ja, und dann kann es losgehen. Läuft. Kinderleicht zu bedienen. Coole an der KitchenAid ist quasi dieser Edelstahl. Also manche Billigmaschinen, die haben halt dann Plastik und ich finde es halt dann mit Edelstahl etwas besser. So, das reicht schon, weil wir müssen das nur etwas verquirlen und jetzt kann die Hefe schon arbeiten und aufgehen. Mhm. In der Zeit wiegen wir jetzt einfach die anderen Zutaten ab. 290 Gramm mhm. Hefeteig. Jetzt kommen nochmal, genau, 290 Gramm Hefeteig. Mhm. Punktlandung. 290. Wir machen jetzt erstmal am besten die ganzen Trockenzutaten dazu, so mache ich das immer. Ah, kapiert, okay. Das heißt, als nächstes jetzt ein Päckchen Vanillezucker. Mhm. Okay, haben wir. Dann die nächste Trockenzutat ist 50 Gramm Zucker. Passt? Genau. 50, mhm. Bingo. Und jetzt kommen noch die ganzen Gewürze dazu, das Salz. Mhm. Kannst du hier einmal einen halben Teelöffel Salz dazugeben. Mhm. So, wir haben jetzt kein Muskat, dann nehmen wir einfach noch ein bisschen Stollengewürz. Das ist eine Mischung. Dann schmeckt das schön weihnachtlich. 100 Gramm Butter. Sind auf null, resettet, passt. 100. Yes, passt. Ach, super. Bingo. Also mit der Butter hast du es schon im letzten Video, ne, genau getroffen. Punktlandung. Stimmt. Blende ich euch mal ein. So eine Punktlandung muss auch gekürt werden. Danke, du bist so gut zu mir. So. Ei, sagst du? Genau, ein Ei kommt jetzt noch drauf. Okay. Jawohl. Hast du selber gelegt heute Morgen? Klar. Wollen wir mal die Milch als nächstes machen? Genau, und noch die Milch dazu. 75 Gramm. Genau, musst du jetzt ein bisschen schauen, dass es wirklich ziemlich genau bei der Flüssigkeit passt. Das ist sehr wichtig. Geht klar.
Dann ist alles gerichtet. Ich habe gestern schon was vorbereitet und zwar schön über Nacht einziehen lassen. Sultanin, Orange, Zitronat und die gehackten Mandeln. Okay. Ne, so, kannst ja mal riechen. Ja. Riecht gut und sieht lecker aus. Riecht auch richtig nach Rum, ne? Uh-huh. Ist nämlich in Rum eingelegt. Wenn ihr jetzt eine Variante ohne Alkohol machen möchtet, könnt ihr das auch in zum Beispiel Traubensaft machen. Ne? Manche machen es auch in Apfelwein, also gibt es echt viele Varianten. Ne? So Apfelwein, vor allem in Frankfurt. Ja, gerade so in Hessen gibt es auch oft Apfelweinstollen tatsächlich, ist wirklich so. Und mich fragen immer ganz, ganz viele, wie kann ich einen Stollen backen ohne diese Trockenfrüchte, weil die mögen ganz viele nicht. Wie stehst du dazu? Also ich persönlich finde es lecker. Ich kann ganz gut damit, aber du hast recht, es gibt einige, die sagen, bitte keine Rosinen. Gerade in so einer Familie, ne? Also bist du zu viert so, die Hälfte isst keine Rosinen oft. Ne? Es ist so. Schwieriger Kompromiss, ja. Da habe ich auch eine coole Variante. Mandeln könnt ihr auch andere Nüsse nehmen, also je nachdem, wie ihr möchtet. Und statt den Trockenfrüchten bzw. Sultanin könnt ihr zum Beispiel zurückgreifen auf getrocknete Apfelstückchen, die mag fast jeder, oder Cranberries. Was auch geil ist, Schokodrops reinmachen. Ne, das ist auch, Schokodrops? Klar, okay. Kannst du auch Schokodrops machen. Und dann ist das, glaube ich, auch so ein Stollen, der Kindern schmeckt, weil das ist, glaube ich, oft die Sache, dass die keine Sultaninen mögen. Ne? Mhm. Also wirklich dieses Rezept als Grundbasis nehmen und dann habt ihr die Möglichkeit, einfach noch mal ein bisschen selbst kreativ zu werden. Da hat schon hier die ersten Blasen gebildet und dann merkst du, dass die Hefe jetzt arbeitet. So, Ali, genug Kaffeekränzchen, jetzt wird Stollen gebacken. Der Hefeteig ist aufgegangen, also unser kleiner Vorteig. Mhm. Giampiero, komm mal ein bisschen näher. Und wenn man jetzt hier mit dem Finger mal durchzieht, siehst du es auch, diese grobe Poren, da siehst du halt, dass der richtig schön angesprungen ist. Klasse. Und so kannst du auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hefe hast und die ist kaputt, die würde nicht funktionieren, dann würdest du das ja jetzt schon merken, dass der Stollen nichts wird. Okay. Weil deine Hefe, wenn die nicht, jetzt schon nicht arbeiten würde, nach dieser halben Stunde. Tut es später auch nicht mehr, sagst du. Dann geht nichts mehr. Dann kann es halt sein, dass die Hefe kaputt ist. Manche frieren ja auch Hefe ein, vielleicht für anderthalb Jahre oder fünf, keine Ahnung, finden irgendwo was hin im Frost oder so. Und dann kann es halt sein, dass so ein Teig nicht aufgeht. Und so könnt ihr das eben abchecken. So, jetzt kommen das Mehl dazu. Mhm. Jawohl. Einmal. Leckeren Gewürze, so. So, und jetzt noch die flüssigen Zutaten. Mhm. Und machen wir dann deine Rosinen, dein Spezialgewicht ganz zum Schluss? Genau. Diese Rosinen, die müssen, wenn der Teig fertig geknetet ist, dann müssen die rein. Mhm. Ganz langsam unterlaufen lassen, weil sonst würde der Teig grau werden, sagt man. Das bedeutet, dass diese Rosinen... Grau werden? Genau. Okay. Weil diese Rosinen, wenn du die zu stark bearbeitest, dann geben die ja diese Färbung ab von den Rosinen, weißt du? Ach so. Und die werden zerkleinert und dann gibt das wie so eine Art graue Farbe im Teig. Und deswegen sagt man, der Teig wird dann grau. So, der Teig ist jetzt fertig geknetet. Jetzt kommen diese Früchte rein und da jetzt wirklich einfach nur noch mal langsam durchkneten. Auf kleinster Stufe. Krass, wie der rumriecht, ne? Kommt jetzt voll zur Geltung. Ne, durch diese Bewegung. Man riecht auch die Gewürze, ne? Jetzt so ein bisschen, kommt alles so ein bisschen schon raus. Und wenn der Teig jetzt diese ganzen Flüssigkeiten angenommen hat, das sieht man jetzt hier, dann reicht das eigentlich schon fast. Also wenn der Bissstollen nachher so schmeckt, wie er jetzt riecht, ist alles im grünen Bereich. Schau mal, so sieht der fertige Teig quasi aus. Mhm. Schön gehaltvoll mit den ganzen Früchten, mit den Mandeln. Mhm. Und der hat richtig Spannung. Ja, der hat da schon. Da fließt nichts weg. Ja, und das ist glutenfrei. Und das denkst du so nicht, wenn du den siehst. Ja, klar. Und das ist halt das Besondere jetzt an diesem Hefeteigmehl. Das ist wirklich speziell für diese Teige, dass du so ein bisschen Spannung reinbekommst. Mhm. Da sind Flohsamenschalen drin zum Beispiel, die für diese Spannung mitsorgen. Xanthan. Okay. Und ja, dann bekommst du halt so einen tollen Teig hin. Ne? Klasse. So, dann müssen wir jetzt quasi mal schauen, dass ich dir beibringe, wie man Stollen formt. Ne?
Ich bitte darum, ja. Also erstmal machst du quasi eine Art Kugel. Ne? Versuch mal so ein bisschen eine Kugel zu formen. Mhm. Ist ja der Hammer. Voll gut. Ja? Ja. Lass sie gelten. So. So, jetzt hast du die Kugel. Ja. Jetzt drücken wir das mal so ein bisschen platt einfach. Mhm. Und dann geht man ein bisschen breiter noch. Jetzt geht man quasi hin und macht in sag mal, ein Drittel so eine Kuhle. Ja. Ja. Und dann wird das hier umgeschlagen und aufgelegt. Okay. Seht ihr das? Und das war's dann letztlich schon. So kannst du einen Stollen formen. Ganz einfach eigentlich. Also ein Drittel, hast du gesagt, in der Mitte wird relativ flach ausgerollt. Und dann schlägst du die eine Seite rüber. Wir machen das jetzt noch mal so, ja, gerne, dass du das quasi noch mal nachmachen kannst, weil dann ist das ja auch dein Stollen. Wir haben jetzt hier nur ein Exemplar. Mhm. Und dann darfst du das jetzt noch mal nachmachen. Wichtig ist, dass du hier oben dann nicht zu viel Mehl drauf hast, weil wenn du den überklappst, ja, und da Mehl dazwischen ist, das ist wie so eine Art Isolation. Okay. Und dann verbindet sich der Teig nicht so. Mhm. Deswegen wenig Mehl, wenig Mehl oben. Genau. So. Glatt drücken, so ein bisschen so. Auf die Länge, die du, wie du den Stollen haben willst, also sagen wir mal so. Mhm. Ne? Verstanden. Also 25 cm grob geschätzt sind das. Mhm. Ne? Wie gesagt, oben versuchen wir einen kleineren Wulst hinzubekommen. Unten einen breiteren, ne? Mhm. Okay. Mhm, mhm. Geht es in die richtige Richtung? Yes, yes, voll. So. So, das reicht schon. Reicht fast schon, ja. Jetzt klappst du das quasi hier drüber. Wir klappen das kurze Ende, sagst du, hier rüber. So. Einfach drüber legen. So. Drüber legen. Okay. Und jetzt drücken wir das hier noch so ein bisschen runter. Mhm. So, und das war's schon. Okay. Kannst du so noch ein bisschen Form bringen. So, Leute. Voll gut. Prima. Yeah. Danke dir. So, jetzt geben wir den Stollen auf das Blech, ne? Mhm. Dann machen wir eine Folie drüber und dann kann der schön entspannt aufgehen und dann wird er gebacken. So, wir nehmen jetzt hier einfach eine Folie. Dann über den Stollen, weil durch diese Folie wird eine Atmosphäre geschaffen, wo der Stollen gut aufgehen kann. Da bildet sich so eine Art Feuchtigkeit, ne, unter dieser Folie und es wird schön warm und dann kann der Stollen schön aufgehen. Stellt es an einen möglichst warmen Ort zu Hause, dann kriegt ihr das beste Ergebnis hin. Also das, was der Gärraum sonst macht, macht hier die Folie? Genau, bei den Profis, also wie bei uns in der Meisterei, haben wir so einen Gärschrank, heißt das. Dort kommen dann immer die Brötchen, Brote etc. rein, wo die dann schön aufgehen können. Und wir müssen das jetzt hier für so Haushaltsbacken anders lösen. Geht das so ganz gut. Okay. Mhm. So, Leute, der Stollen ist schön aufgegangen. Wie ihr sehen könnt, der hat schön Volumen bekommen. Für einen Stollen natürlich, also ein Stollen wird nicht so luftig wie ein Brötchen, aber man sieht, dass er halt schön aufgegangen ist. So, Ali, du hast jetzt die Ehre, den Stollen in den Ofen, jawohl, zu machen. Genau, mittlere Etage, dass er schön gleichmäßig backt. Und los! Hi Leute, ich habe ein cooles Angebot für euch. Ihr könnt das Kuchen- und Keksmehl sowie das Hefeteigmehl für 9,99 Euro versandkostenfrei nach Hause geliefert bekommen. Und die Versandkosten schenke ich euch. Und so könnt ihr testen, ob das Mehl wirklich so gut funktioniert, wie ihr euch das vorstellt und wie ich das in den Videos zeige. Boah, schaut mal, wie schön der aufgegangen ist. Und das riecht, Leute, ich kann euch sagen, herrlich. So, der Olli hat schon ein bisschen die Butter temperiert und er ist bereit, um den Butterstollen jetzt mit Butter zu veredeln. Los geht's. Genau. Pinseln wir einfach schön den Stollen ein mit Butter.
Jetzt warten wir ganz kurz, damit schon mal ein bisschen Butter eingezogen ist. Also so reichen ein, zwei Minütchen. Mhm. Und dann noch mal eine Schicht nach. Okay. Und dann kommt der Zucker drauf. So machen wir es. So, wir machen jetzt die Runde 2. Genau. Das ist jetzt die Zuckerschicht 1 und dann lassen wir den etwas auskühlen. Mhm. Und dann kommt zum Finale nochmal Puderzucker drüber. Bis gleich. Fun Fact, in Deutschland werden jährlich 3 Millionen Stollen gebacken und gegessen. So Ali, der Stollen ist jetzt ausgekühlt. Das heißt, wir können jetzt das Finish machen mit Puderzucker. Mhm. Ja. Machen wir schön Puderzucker drauf. Sieht so ein bisschen aus wie Schnee, passt zu Weihnachten perfekt. So, und dann darfst du deines Amtes walten. Schneid mal ein, zwei leckere Scheibchen ab. Und? Der sieht ja traumhaft aus. Ganz stark, oder? Geil. Schaut euch das mal an. Richtig schön saftig sieht er aus. Herrlich. Stollen ist jetzt noch leicht warm. Natürlich besser, man lässt ihn auskühlen, aber wir sind ungeduldig, ne? Sehr ungeduldig. Also, lass Danke es dir schmecken. Super Hammer, lecker. Bockstark. Das ist Weihnachten, das ist Advent, das ist Familie. Hammer, Leute. Gebt man den anderen auch ein Stück? Was meinst du? Ja, komm, wir sind mal nicht okay. So. Ja, Leute, ich denke, ihr habt gesehen, wie einfach und ja, gut man glutenfreien Stollen selbst backen kann. Der Olli mit zwei linken Händen hat es euch gezeigt quasi. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Ihr könnt das gerne zu Hause nachbacken. Ich stelle euch den Link zum Rezept unten in die Beschreibung. Klickt einfach mal drauf, schaut euch das Rezept an. Und ich möchte mich auch nochmal beim Olli bedanken, dass er den Spaß mitgemacht hat. Danke Sehr gerne. Für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ihr seid jederzeit wieder willkommen. Danke dir. Vielleicht gibt es nochmal ein anderes cooles Rezept. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf den Olli. Dann besuche ich den auch mal wieder. Alles klar. Somit macht's gut, Leute. Ciao.